Willkommen zurück bei Chaos of Deponia. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Piepmatz hier rausbefördern, damit wir irgendwann mal an den Hammer kommen. Ich gucke mir den Kasten erstmal an. Und du bist dir sicher, dass er meinem Opfi-Pieps nichts antut? 100%. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Ja. Dann drücken wir mal die Spülung. Klappt irgendwie nicht. Wie kriegen wir den jetzt raus? Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherungen durchbrennen? Glaub mir. Die Zeiten sind vorbei. Das ist jetzt doof, wenn wir jetzt mal den Spülknopf hier drücken. Nee. Irgendwas übersehen war. Wir können ihn jetzt auch nicht einfach rausziehen. Das finde ich komisch. Feuer, Feuer. Oma Utz. Der Dog. Aber sonst ist doch auch hier nichts zum Anfassen weiter. Oder zum Interagieren. Und wo ist der Hammer? Ach, wir haben doch was eingesammelt. Tischdecke. Also, ich habe immer noch Zweifel. Dieser Rufus scheint mir ein regelrechter Brandstifter zu sein. Wie heißt es noch gleich? Kein Zweifel brennt so heiß, dass man ihn nicht mit einer nassen Tischdecke löschen könnte. Aber meine Tischdecke ist staubtrocken. Die würde ratzfatz die ganze Bude in Brand stecken. Ach, Oma, das ist doch nur ein Sprichwort. Niemand wird hier irgendetwas in Brand stecken. Nö. So, jetzt wollte ich mir die Decke angucken, verdammt. Also, ich die auch. Okay. Aber die würde... Ach, das ist niemand. Das gehört schon mit zum Angucken. Wenn das alles stimmt... Da muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. So, den können wir sicherlich da im Klo einbauen. Aber ich will mal versuchen, ob wir jetzt die Dinge mit dem Feuer verwenden können. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Ruf es doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Okay, das geht also nicht. Dann setzen wir mal den Stromumkehrer ein. Wenn das alles stimmt... Das kennen wir. So ist es ja. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Dann drück nochmal auf die Spülung oder den Kasten. Oh, das geht immer noch nicht. Okay. Auf keinen Fall soll er Opfi-Pieps so viel zu trinken geben. Ach, wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Aus Versehen nicht. Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. So, dann... Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfi-Pieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz. Als würde das überhaupt nötig werden. So, Tischdecke mit Wasser... Oder mit der Spüle. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Okay, was machen wir nun? Jetzt haben wir auch nichts mehr im Inventar.
Spielknopf. Geht nicht. Der Knopf. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Versprochen. Oh. Nasse Tischdecke. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Und die benutzen wir mit dem Feuer. Na holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran! Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Dann gucken wir mal, ne? Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht? Oh, Himmel. Als erstes knallt es eigentlich dagegen. Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Mein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Nachdem der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. Okay, damit haben wir, glaube ich, alles soweit abgefrühstückt. Gleich wird eine Entschuldigung fällig. Du wirst es erleben. Ich werde nach Elysium gehen. Hör auf, Rufus. Das Einzige, was du erreichen wirst, ist ein spektakulärer Selbstmord. Keine Panik. Ich habe alles berechnet. So, sonst haben wir hier nichts zum Angucken. Dann drücken wir mal, glaube ich. Der Korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Schau gut hin. Rufus, nein. Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist! Doc retten oder nach Elysium? Verdammt! Was mache ich nur? Nochmal den Blasebalg. Das Gas aus der Flasche wird Richtung Flamme gepustet. Leider reicht es nicht, um das Gas zu entzünden. Zu schade. Das gäbe einen tollen Budenzauber. Okay, haben wir irgendwas dabei?
kann mein Inventar gar nicht öffnen. Oh, Doc hat sich einen sehr günstigen Platz ausgesucht, um ohnmächtig zu werden. Ich muss ihn irgendwie da wegbekommen, bevor das Wasser in der Vase verkocht ist. Oh, Doc hat sich einen... Ja, das kennen wir ja schon. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun kann. Ah, ein Messer, da kommen wir vielleicht dran. Und ein Pfannstiel. Und hepp. Zirkusreif wie immer. Mit dem können wir hier die Planke oder was auch immer das ist hier zerschneiden. Oder auch nicht. Irgendwie was anwerfen. Mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen. Aber das würde nur das Fallbeil auslösen. Und irgendwie bezweifle ich, dass Doc dann noch in der Stimmung für tosenden Applaus ist. Mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen. Aber das würde nur das Fallbeil auslösen. Und irgendwie bezweifle... Ja, okay. Der Bunsenbrenner. Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Ausschlussverfahren. Doc wird stolz auf mich sein, wenn er nicht in den nächsten Sekunden geköpft wird. Okay. Dann eben nicht. Das ist schon kaputt genug. Sehr clever. Ich löse das Problem. Doc wird stolz, wenn er nicht... Und worauf soll ich dann feuern? Auf Doc? Mit einem gut gezielt, aber ich weiß einfach nicht mehr, auf welcher Seite das Glasauge ist. Hier ist doch aber auch sonst nichts zum Anwerfen, oder? Sehr clever. Ich ihn Doc wird, wenn er nicht... Okay, ich muss jetzt irgendwas zwingend mit diesem Messer machen. Aber was? Das ist jetzt komisch. Was kann ich denn noch tun? Sehr clever. Ich doch. Das kennen wir doch schon. Ah, Feuerwerkskörper. Den können wir noch anschneiden. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Das kitzelt. Und dann treten wir nochmal rauf. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Und hochtreten. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, die am Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Es hat geklappt! Ich habe Doc gerettet! Rufus, Rufus. Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Goal und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen.
Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo-Sachs wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Nun gucken wir mal Cletus an. Ich werde nicht zulassen, dass dieser hinterhältige Verräter Goal nach Elysium begleitet. Na komm, tu das, was für Goal das Beste ist. Was haben wir hier? Eine Plakette, die können wir mitnehmen. Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Okay, und ein Eject-Knopf. Wenn ich die Plakette richtig deute, dann aktiviert dieser Knopf hier den Schrumpfstrahler. Dann drück mal drauf, wa? Ich bin das Beste für Goal. Nein, halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh, oh. Nein! Goal! Du Idiot! Goal! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey, wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus, nein! Cletus! Ach du Kacke! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen... Anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Goal? Red kein Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt,
besteht kein Grund zur Sorge. Und so lange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den Ältestenrat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Besten Legenden starten mit brennenden, durchtrennten Notbootwänden, was in der Tat Goals Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn man ehrlich das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends, richtig mit Dancen und Saufen und allem. Und zwar mit Saufen und allem. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Oh, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhaus. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? So, und wir erkunden den Ort, wo wir gerade sind. In der nächsten Folge, Spitze, bedanke mich. Bis dann.